In diesem Video reisen wir nach Frankreich. Hier erkunden wir ein Haus, das seit Jahrzehnten verlassen ist. Dieser Lost Place ist komplett eingerichtet und die Zeit steht still. Wir erleben eine absolute Zeitreise. Bett noch gemacht und dann nie wieder zurückgekehrt. Echt traurig. Bis zum 16.12. könnt ihr wieder bei Revolution Race sparen. Nutzt unseren Rabattcode LOSTPLACES15 und spart 15% auf euren Einkauf. Wir sind von Revolution Race begeistert. Die Hosen sind super bequem und unsere Jacken halten passend zur Jahreszeit auch Regenschauer aus. Revolution Race hat für jegliche Outdoor-Aktivitäten die passende Kleidung. Überzeuge dich selbst davon und nutze unseren Rabattcode für deinen Einkauf. Und nun viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir sind drin. Die Tür stand einfach offen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt als erstes mal ins Wohnzimmer oder Esszimmer. Gucken mal. Hier ist komplett die Zeit stehen geblieben. Heftig, ja. Sieht genauso aus wie von außen eigentlich, ne? Wie von außen schon erwartet. Richtig heftig. Bin mal gespannt, ob wir hier irgendwas finden, um herauszufinden, wie lange das hier schon verlassen ist. Aber ich tippe mal auf mindestens 20 Jahre, oder? Ja, so wie es hier aussieht, definitiv. Hier auf jeden Fall noch ein ganz alter Röhrenfernseher mit einem VHS-Rekorder und einem DVD-Spieler. Aber die ganze Einrichtung, ne, ist echt ultra, ultra alt. Und die Tapete vor allem. Guck dir mal lieber das Fenster hier an. Wie viele Spinnennetze hier sind. Und hier schon die Pflanzen von draußen an der Scheibe. Und offenbar gab es hier mal Kakteen, aber die sind komplett lost. Guck mal, hier ist noch so ein ganz altes Foto von 1955. Da sitzt ein junger Mann in Uniform. Vielleicht der Mensch, der mal hier gelebt hat. Auch irgendwas mit Militär von 1966, würde ich mal sagen, ne? 1966. Hier steht auch noch ein Bild von einer Frau. Vielleicht hat sie auch hier gelebt. Das weiß man nicht, ne? Sieht ein bisschen aus wie 90er Jahre, ne? Das Foto. Findest du? Ja. Ja, kann ja gut möglich sein, ne? Ja, hier in den Schränken ist einfach auch noch alles drin. Ja. Echt komplett. Hier noch richtig schönes Geschirr, so ein Service. Vor allen Dingen so viele persönliche Gegenstände hier. Hängen ja Fotos und ja, alles so Erinnerungsstücke einfach, ne? Ich glaube, da hinten ist ein Schrank, ne? Ja, geht aber schlecht auf. Ja, alles so ein bisschen verzogen von dem Holz, ne? Ja, das ist auch alles schon ziemlich alt, ne? Aber auch hier in den Schränken ist noch alles drin. Das ist wie so ein Vorratsschrank genutzt. Oben noch ein paar Konserven, ne? So Fischdosen oder so, ne? Ja. Ja, einfach noch alles da. Hier steht auch noch ein ganz altes Keyboard direkt vor dir, ne? Ja, ist das wirklich ein Keyboard? Ja, ich meine schon. Aber es funktioniert auf jeden Fall mit Strom. Und das konntest du zusammenklappen, ne? Guck mal hier. Das sind solche, wie so Scharniere oder so. Und hier so ein, so ein Winkel da, ne? Passender Koffer. Hey, guck mal, da unten. Das ist so ein kleiner Rucksack, oder? Das ist doch... Nein, das ist eine Handtasche, oder? Das ist eine Handtasche. Ja. Ich dachte, das wäre so ein kleiner Rucksack wie von damals, weißt du? Oder? Nee, ist eine Handtasche. Guck mal, hier liegen noch ganz viele persönliche Gegenstände. Hier eine Brille, da auch eine Brille. Hier zwischen noch so ein paar Schlüssel. Und hier eine Weihnachtskugel. Noël heißt der auf Französisch. Weihnachten. Vielleicht wurde das zur Weihnachtszeit hier verlassen. They call me sassy when I'm strolling down the street. They call me classy when I'm serving just a bird.
can be deadly when I find somebody lovely. And now I'm ready like a kitty in a dress. Das ist ultra ruhig hier, ne? Ja, ich bin schön. Krass. Wie ist das? Schlafzimmer? Guck dir mal diese Spinnenbeben hier an. Mein Gott. Auch ein Fernseher hier, ne? Und offenbar Lichtschalter, ne? Hier die beiden. Ich vermute mal, was soll es sonst gewesen sein? Das ist so hier, alt. Hier an der Seite hängt so eine Lampe. Hm. Eventuell kann es davon gewesen sein. Ne? Ja. Das ist so alt, ne? Aber guck mal, richtig ordentlich alles hinterlassen, ne? Ja. Schön das Bett noch. Das Bett noch gemacht und dann nie wieder zurückgekehrt. Echt traurig. Bisschen zerwühlt aus. Aber auch hier sieht man noch sehr gut, wie die Natur versucht, hier irgendwie reinzukommen. An den Fenstern, die ganzen, ja, ganzen Pflanzen, die da sind. Aber die Fenster wurden offenbar nochmal neu gemacht, ne? Mhm. Weil es sind ja schon so Kunststofffenster. Passt gar nicht zum Haus. Aber hier im Kleiderschrank auch noch richtig viele Sachen drin, ne? Ich schätze mal Bettwäsche, Handtücher und Tischdecken. Das ist auch so heftig, ne? Wenn du einfach schaust, oben haben sie die Decke tapeziert. Und hier, das kommt alles schon von der Decke runter. Genau das gleiche wie mit den Tapeten, die auch mittlerweile schon runterkommen. Und dahinter kommt dann noch die andere Tapete zum Vorschein, die vor einigen Jahrzehnten wahrscheinlich mal hier tapeziert wurde, ne? Das sieht echt aus wie so 70er-Jahre-Tapete, finde ich. Das ist auf jeden Fall ultra, ultra eng hier drin, ehrlich. Also sehr, sehr kleines Haus, ne? Und ich finde, das sieht hier aus wie so ein Arbeitszimmer eigentlich. Aber hier steht auch noch auf jeden Fall ein kleines Bett. Tja. Und so ein Schreibtisch, ne? Ja. Und hier auch wieder richtig, richtig viele private Fotos. Sieht ein bisschen aus, als ob tot wäre da drauf, dem Bild, ne? Mhm. Ja, ganz viele Militärfotos hier. Ja. Also offenbar hat der Mann, der hier drin gelebt hat, oder vielleicht auch der Enkel oder der Sohn, war beim Militär oder so. Und guck mal, hier auch eine Videokamera noch. Und was ist das hier? Das ist auch so ein Fotoapparat, ne? Oder? Weiß nicht. Nee, das ist so ein alter Fernseher gewesen. So ein mobiler Fernseher. Echt? Ja. Bist du sicher? Mhm, glaub schon. Und wofür ist das? Dieses, wahrscheinlich diese könntest du den aufladen. Okay, habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Hier sieht man auch schon, der obere Stock ist teilweise runtergekommen. Das liegt jetzt hier unten auf dem Bett, was hier auch mal war. Ich war hier im Gästezimmer auch gewesen. Das ist hier so als Büro mit dem Schreibtisch hier und dem Bett so als Gästezimmer genutzt haben. Und auch hier sind jede Menge VHS-Kassetten in den Schränken. Ach, guck mal hier. Dahinter war ja noch eine Dusche. Hier. Offenbar war die Person vielleicht ein bisschen älter, musste sich hier auf diesen Stuhl setzen. Guck mal hier, ich habe einen Kontoauszug gefunden oder auch Kontoauszüge von 2001 und ich kann so viel sagen, ich glaube, arm waren die hier nicht. Also mehrere, ja, also 10.000 Euro, über 10.000 Euro hatten die schon. Das ist hier so verwinkelt. Hier ging eine Tür ab und hier ist irgendwas, ich weiß nicht, was es war. Es ist auf jeden Fall eingestürzt, wie man sieht. Ich glaube, hier konnte man vermutlich damals in den Garten gehen mit dieser Tür, aber ihr seht das ja. Ist einfach komplett zugestellt und zugewachsen. Und hier waren wohl auch mal Toiletten. Das ist ja früher ganz häufig hier der Fall gewesen, dass die Toiletten draußen waren, aber das ist hier auch komplett zugestellt. Und hier die Toilette. Aber ich muss ehrlich sagen, das riecht nicht eklig. Boah, ist das hier alles alt. Musik.
with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you? Hier ist auf jeden Fall die Küche und hier müssen wir ein bisschen leiser sein, weil hier der Bereich offen ist und daneben an direkt ein Haus ist. Also, das sieht so heftig hier aus, ne? Ja, boah, diese Spinnenbeben hier überall, ne? Ja, nicht nur mit den Spinnenbeben, ne? Diese ganze Einrichtung, ne? Das ist echt komplett sowas von alt, ne? Aber auch irgendwie komisch, ne? Weil der Teil hier ist ja auf jeden Fall Küche. Aber hier, das sieht hier eher aus wie so ein Badezimmer. Guck mal, da steht auch so ein Spiegelschrank. So ein Alibert, oder wie sich das nimmt, ne? Mhm, ja. Und hier Medikamentenboxen. Und auch wieder so viel Badezimmer, würde ich sagen, ne? Ja, aber wir haben ja gesehen, dass da hinten draußen die Toilette war. Und offenbar gab es am Anfang von dem Ganzen hier noch kein richtiges Badezimmer. So. Das wurde quasi nachträglich gemacht. So. Und wahrscheinlich wurde okay. Hier der Küchenbereich auch für, ja, vielleicht zum Zähneputzen genutzt oder für Medikamente. Das kann natürlich gut möglich sein. Dass man heutzutage eher alles im Badezimmer lagert, ne? Ja, kann natürlich möglich sein. Aber hier steht einfach so komplett die Zeit still, ne? Ja, hier ist einfach alles noch da. Komplett. Guck mal, die haben hier einen Backofen gehabt. Und der hat so ein Rohr, also offenbar wurde er wohl mit Gas oder Kohle befeuert, ne? Würde ich mal vermuten. Mal eher Gas, oder? Ja, aber wo haben die denn Herdplatten gehabt? Hatten die gar keinen Herd? Also keinen richtigen doch, Herd? Da drunter doch, oder nicht? Und ah, stimmt. Genau da, wo die Mikrowelle jetzt steht, ne? Genau, ja. Ja, genau. Alles so alt hier, ey. Aber guck mal, da steht auch noch eine Mikrowelle. Das ist uralt. Ach, guck mal, hier ist auch nochmal ein Elektroherd, ne? Aber wie das aussieht, ne? Irgendwie alles doppelt hier, ganz komisch. Ja, einmal in alt und einmal ein bisschen neuer, ne? Okay. Erst Elektro, also so richtig Elektro, erste Generation. Da auch schon wieder ein Herd, oder? Jawohl, nee, das ist hier kein Elektroherd. Das ist auch ein Gasherd. Das sind hier Gasplatten. Also gar nicht Elektro. Einzige elektronische waren dann die Mikrowellen. Und der Fernseher. Ja, die haben in jedem Raum haben die hier einen Fernseher gehabt, ne? Ja. Warum nicht? Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Boah, jetzt müssen wir echt aufpassen. Schön, das ist hier auch noch mal ein Herd. Aber wir müssen echt aufpassen, weil direkt hier hinter ist ein Haus und da wohnen noch welche. Vielleicht hat man sich hier so hingesetzt, ne? Früher. Hier war so ein Schrank. Ja, oder so ein Schrank war hier. Ein Sideboard. Hier war auch noch mal so eine Vitrine. Da ist sogar alles noch drin, aber ist alles in sich zusammengestürzt, ne? Das sieht so heftig aus. Mit dem ganzen Efeu hier auch. Krass. Hier steht auf jeden Fall noch der Kühlschrank. Keine Ahnung, wofür der Raum war. Ja, das ist so eine krasse Zeitkapsel hier. Ne? Guck mal, hier hängt noch ein Kalender. Aber ich weiß leider nicht, von welchem Jahr. Das ist schade. Das wäre jetzt irgendwie cool gewesen, wenn man jetzt gewusst hätte, welches Jahr das wäre. Schaut euch das mal an. Was da oben drauf wächst, ist so ein Pilz oder so, ne? Das ist so krass. Von hier aus kann man übrigens nochmal da einen Blick in den Schrank werfen. Und da ist ein Kalender von 2002. Also echt 20 Jahre hier verlassen. Krass, oder? Ja, Inventar und Ausstattung noch älter. Jetzt bin ich mal gespannt, was sich hier oben befindet. Die Griffe ist schon mal überhaupt nicht einladend. Und die Schlafzimmer haben sie ja hier unten schon befunden, also vielleicht oben nur Dachboden. Oh mein Gott. Ja. Ist das eine steile Treppe? Boah. Das ist auch ultra eng hier, wie das ganze Haus unten auch. Richtig krass. Also hier wurde einfach nur Sachen gelagert, also hier irgendwelche Zeitschriften, Bücher, hier so ein
So ein Fahrrad. Trimm dich Fahrrad, genau. Und sonst, ja, hier wieder schön gehäkelte Tischdecken. Man muss es nur aufpassen, Leute. Seht ihr das? Ein Schritt, ne? Und man ist direkt boom die Treppe. Und das ist eine Freefall-Treppe. Also hier ist echt freier Fall. Komm mal hier in Sabrina. Nicht erschrocken. Ach Gottchen, guck dir das an. Das ist ja heftig. Das sah ich dich unheimlich irgendwie, ne? Guck mal, Alter, hier. Boah. Ich hab mich voll erschrocken vor diesem Katzending da unten. Aus dem Blick sah so echt aus. Wir müssen halt echt nur aufpassen. Hier, der Boden ist auch nicht der allerbeste. Das haben wir unten ja schon gesehen, ne? Boah, das sieht echt unheimlich aus. Die gucken hier einfach so nach draußen. Die ganzen ja, Puppen. Guck dich aber an diese da zum Beispiel, die großen. Ja, guck mal. Wie viele Puppen, ne? Und offenbar hat sie hier noch schöne Pflanzen gehabt, die alle jetzt verwelkt sind natürlich. Und hier ganz alte Familienfotos noch. Wir haben ja schon viele unheimliche Sachen gesehen. Naja, aber sowas wirkt irgendwie immer... Siehst du, dass die dich anguckt? Ja, ja, die eine guckt mich wirklich an. Ne? Glaube ich doch. Richtig krass. Das ist echt ein bisschen unheimlich hier. Ich weiß nicht. Vor allem in der hinterletzten Ecke hier einfach. Ne? Ja, die wird hier so einen schönen Puppenraum sich gemacht haben. Ne? Hier mit so einer Couch. Und da konnte sie schön nach draußen gucken. Eigentlich nicht schlecht, ne? Aber jetzt so als Hinterlassenschaft schon ein bisschen unheimlich. Ja, wir müssen halt echt nur aufpassen hier oben, weil das ist echt nicht... Ja, ich versuche mich mal wieder hier runter zu begeben, aber... So Leute, wir sind am Ende angekommen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst auf jeden Fall mal ein Like da, schreibt weiter unten einen Kommentar und abonniert unseren Kanal für weitere solche Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.